Da sind wir wieder. So, Entschuldigung, ich musste ganz kurz nachlesen. Sollte auch hoffentlich das einzige und letzte Mal sein. Ja, ich habe endlich mal mit Anleitung gelesen, dass man ja auch das mit der Lupe benutzen sollte. Das heißt, oh, so, zack. So wird mir da. Jetzt haben wir was anderes. So, jetzt putzen. Ich kann mit diesem dreckigen Lappen nichts sauber machen. Er muss mindestens mal feucht sein. Feucht? Ja, Wasser. Jetzt habe ich einen nassen, stinkenden und tropfenden Lumpen in meiner Tasche. Großartig. Kenne ich ab und zu, wenn mein Sohnemann die Taschentücher voll rotzt. Aber naja. So. So wird mir das weiter. Ah, jetzt. Jetzt gehen wir ran. Verfluchte Wärter. Der Scheinwerfer hat sich weiter bewegt. Ich muss ihn zurückholen. Nein! Wie hol ich den? Wärter, gib mir den Lichtbalken wieder. Hey Wärter, bitte, ich brauche Hilfe. Warum verteufelt nochmal? Lässt du mich nicht in Ruhe? Ah, jetzt haben wir was Drittes. Ich glaube, ich habe jemanden vom Fenster gesehen. Ist da jemand ausgebrochen? Ich glaube, ich habe jemanden vor dem Fenster gesehen. Ist da jemand ausgebrochen? Was? Wir strahlen sofort mit unserem neuen Suchscheinwerfer drauf. Danke, Kumpel. Seid ihr blöd? Jetzt hin! Jawohl, es ist da! Komm her, komm her! Na. So, jetzt. Hallo? Helft mir, holt mich hier raus. Hier, Royal Navy, wer ist da? Entschuldigung, verwählt, ja. Chinesische Navy wischt mit Royal Navy den Boden auf. Sie haben nicht mal eine Navy. Vorsicht bei der Wortwahl, sonst gibt's Ärger. Hä? Hilft. Sie wieder, was wollen Sie? Ja. Stimmt es, dass Navy-Offiziere Damenunterwäsche tragen? Boah. Vorsicht, was Sie morsen. Wir haben große Geschütze an Bord. Ah, ja. Briten haben nur sehr kleine Geschütze. Wir haben sie gerade auf ihr Licht ausgerichtet. Oh. Sie sind zu feige zum Feuern. Wir beweisen gerne das Gegenteil. Nimm das. Ja, passt. Da. Bipapipapipapo. Na, und jetzt? Ja, Party ist angesagt. Jetzt aber schnell. Wohin? Na, gib mir die Maus. Ja. Was? Okay. Passt mir lieber, ich bin Wastspieler. Gut. Hopp. So. Renn. Hui. Oh. Hallo Fenster.
Ja. Schmugglerware! Zeigt aufnehmbare Gegenstände im Bild. Na los, wo? Ich sehe nie was. Diese elenden Holzgiraffen. Ich musste hunderte davon schnitzen. Jeden einzelnen Tag lang. Ja. Kann ich was aufnehmen? Nö. Oder gehen wir weiter? Das Himmelstor. Oh, hoppla. Nicht so eilig, Herr Gefangener. Sag mir Name und Zellennummer, damit ich dich wieder einsperren kann. Oder sag's mir nicht. Oh, ich werfe dich. Das sieht aus wie Machete. Ja, was nehme ich denn? Tja. Wie tief ist die Grube? Das willst du gar nicht wissen. Ah, dachte ich mir. Also. Ja. Ich bin Jack Keane und ich gehe nicht zurück. Was? Jack Keane? Oh nein. Bitte. Sag, dass du nicht Jack Keane bist. Hast wohl Angst, hä? Huh? Du bist derjenige, der heute Abend im großen Kampf gegen Schädelbrecher antreten soll. Ich weiß, das klingt irgendwie albern. Ich... Gegen Schädelbrecher? Der die Schädel seiner 27 vorherigen Gegner gebrochen hat? Also, genau deswegen suche ich eine Möglichkeit, wie ich... Nein! Ich habe mein ganzes Geld auf dich gesetzt! Ach, du... Sie sagten, du seist stark! Eise! Sie sagten, du seist brutal! Sie sagten, du könntest innerhalb von Sekunden Schädelbrechers Schädel brechen! Sie haben mich reingelegt! Ich hab mein ganzes Geld auf dich gesetzt! Ja, Pech. Naja, ha, diesen Schädelbrecher. Diesen Schädelbrecher habe ich noch vor dem Ende der ersten Runde in den Boden gerammt. Also, eine Frage. Hast du jemals eine Prügelei gewonnen? Nein. Reich siehst du sowieso nicht aus. Kann also nicht viel gewesen sein. Oh. Weil ich auch meine Goldkette auf dich gesetzt habe. Bitte, Sir. Ich will nicht gegen Schädelbrecher antreten. Ich muss hier raus. Was für ein Mist. Du musst doch eine Chance gegen Schädelbrecher haben. Nein. Vielleicht. Wenn du viel Glück hast, lass mich deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Wie meinst du das? Oh, Schreck. Greif mich an. Na los. Ich kenne ein paar Tricks. Wenn du mich schlagen kannst, dann hast du vielleicht auch eine Chance gegen Schädelbrecher. Und ich könnte doch noch meinen Einsatz wiedersehen. Wenn ich mir dich so ansehe, war ich vermutlich der einzige Narr, der auf dich gesetzt hat. Wenn du gewinnst, werde ich also stinkreich sein. Oh ja. Na gut. Okay, fangen wir an. Jack schlägt nie zuerst, seine Gegner dagegen schon. Wähle deine Verteidigung, wenn du versagst, verlierst du einen Punkt. Oh. Duckmauser! Und jetzt? Bin ich dran? Ich will! Nein! Heulbeuer. Was ist denn jetzt los? Was war das denn? Eine Kakerlake hätte sich besser geschlagen. Ja, Entschuldigung. Schon ich gut. Hab ja geklickt. Ich weiß, wie mies das war. Sag mal. Lass uns was an. Ich schicke dich in den... Flur der Verdammten. Was? Dort sind die gefährlichsten Häftlinge weggesperrt. Entweder du lernst richtig zu kämpfen, bevor die schlägt, oder du bist tot. So oder so. Oh, es könnte schlimmer kommen. Je. Was meinst du? Naja, dann muss komm es her. Wohl sein. Wir gehen rein. Hey.
ja. Ulala. Ich glaube, das wäre so oder so passiert. Denke ich mir mal. Danke nochmal für diese überaus großzügige Spende, Professor Umbati. Hier ist es. Bitte treten Sie ein. Entschuldigen Sie den Gestank. Oh. Ja, guten Tag, der Herr. Vielleicht wollen Sie sich ja das hier noch ansehen. Das wird da an die Wand gemalt. Wofür bezahle ich Sie, wenn alles, was Sie mir liefern, eine leere Zelle ist? Mit einem toten Schamanen und ohne ein Amulett. Sir, Ich versichere Ihnen, dass er am Leben war, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Es tut mir so schrecklich leid. Sollen wir das glauben, Terry? Scheint noch warm zu sein. Gut, ich glaube dir. Aber hilfreich ist es nicht. Wie es aussieht, war er nicht allein in der Zelle. Da hast du recht. Er hatte einen Mitgefangenen. Und wo ist diese Person? Tja, das ist schon komisch, oder? Ich bin weg! Wir sollten ja in ihren Zellen sein. Ist ja schließlich ein Gefängnis. Terry, kümmere dich darum. Und wie lautet sein Name? Keen. Jack Keen. Ja, ne? Oh! Gefangene dürfen keine persönlichen Besitztümer haben. Nein! Das ist der Flur der Verdammten? Sieht nicht sehr einladend aus. Gefangener? Hallo? Er hat noch alle Finger. Oh ja, alle seine Finger. Noch. Hallo. Es wäre toll, wenn du mir bei einer dringenden Angelegenheit helfen könntest. Schweig! Über solche Dinge redet man nicht auf dem Flur. Die Wände haben Ohren. Die Wände wären lieber taub. Ich sollte reinkommen. Er muss an mein hinteres Fenster kommen. Das hintere Fenster? Von draußen. Dort lauschen keine Wärter. Dort können wir reden. Ja, ja. Du Hirsch. Naja. Naja, Gefangene, hallo. Komm etwas näher. Ich hätte gern etwas. Gesellschaft. Ja, bei der Türe. Es wäre toll, wenn du mir einen kleinen Gefallen tun könntest. Einen Gefallen? Zuerst sag mir, wie hoch ist der Preis der Ming-Vase des Mondes? Was? Also billig wird sie nicht sein. Du bekommst keinen Gefallen, mein Freund. Bis dann. Naja. Du kennst das Passwort nicht, hm? Was? Gibt's denn von Frisse-Fuppe? Was für ein Teufel ist Fuppe? Fuppe. Die geschmacklose Brühe, die man hier bekommt, wenn man keine Fähne mehr hat. Ach so. Suppe. Genau. Genau. Fuppe. Du bist ein Wind, mit dir will ich nicht mehr reden. Ich habe keine Suppe, Fuppe für dich. Suppe bzw. Fuppe? Was ist denn dabei? Ja. Suppe bzw. Fuppe, was ist damit? Oh, egal, schmeckt sowieso fürchterlich. Moment, bist du ein Gefängniswärter? Nein. Nein. Gut, dann frag meinem Nachbarn, dass er mit der Schnacherei jede Nacht aufhören soll. Es macht mich fertig! Er will nicht mit mir reden. Du kennst das Passwort nicht, hm? Nö. Sieht so aus. Du bist ja kein Wärter, also kann ich es dir fragen. Es lautet... Pfeffig sinne für Febermünzen. Vielleicht etwas deutlicher? Pfeffig sinne für Febermünzen! Danke. Ja. Danke, Feen. Naja. Probieren wir mal das aus. Hoppla. Ja.
Zack. Der zahnlose Geselle da drüben fragt, ob du das Schnarchen einstellen könntest. Wirklich? Aber sag mir erst, wie hoch ist der Preis der Ming-Vase des Mondes? Ja. Also, wie lautet das erste Wort? Pfeffig, fluffig, filzig. Pfeffig könnte 60 sein. 60. Aha. Und das zweite? Finde Pfeffer. Chinesische. Chinesische. Das dritte beginnt mit... Silberlinge. Komm her, komm her, komm her. Silber. Und endet auf... Linge. Münzen. Münzen? Gut gemacht, gut gemacht. Also, was willst du? Warum ist deine Tür so stark verriegelt? Was für eine Frage. Ich bin Pulverfassbill und mich hält keine Tür auf. Ja. Diese Tür scheint dich aufzuhalten. Aber nur, weil ich mit meinem Meisterwerk noch nicht fertig bin. Dem schwarzen Donnerschlag. Ein Begriff, den man sich merken sollte. Keine Mauer kann dieser mächtigen Bombe widerstehen. Zwei Sachen fehlen mir noch, um sie fertigzustellen. Eine Zündschnur und Feuer. Okay. Wenn du eine Zündschnur und Feuer hast, kannst du die Mauern wegsprengen? Der schwarze Donnerschlag wird durch nichts zu stoppen sein. Na, dann lass mich mal sehen, was ich auftreiben kann. Na, okay. So, jetzt besuchen wir mal der andere Herr hier, ne? Hallo, Fenster! Hab, zack! Ist der hier? Wow! Du solltest nicht zu nah an diese Mauer treten. Ich arbeite hier an einem echten Durchbruch. Ach so, das ist der Kollege. Wenn du reden möchtest, komm zur Tür. Die ist noch nicht verkabelt. Hilfe! Alles Spinner. Da bin ich. Geheime Lotuskralle ist ein Meister der Kampfkunst. Ja. Hallo. Es wäre toll, wenn du mir bei einer dringenden Angelegenheit helfen könntest. Er will also etwas erlernen? Ja. Nun, er hat seinen Meister gefunden. Wenn du er sagst, meinst du du, oder? Manchmal, er, du, ja. Er? Ja. Manchmal vergesse ich das auch und sage gleich du. Du kannst mir was beibringen? Das kann ich. Ja, aber zeig nur mal. Von Angesicht zu Angesicht. Ja, also, ich will ja ohne ein Fenster dazwischen. Eine dumme Person ist er. Zuss. Immerhin, im Korridor der Verdammten ist tatsächlich jemand, der mir das Kämpfen beibringen kann. Ja, schön. Ein Schlagloch. Wenn Sie mit der Ballerei aufhören, zerstören Sie das ganze Gefängnis. Wäre auch toll. Hopp. Da geht's nicht weiter. Rein. Geht's da noch weiter? Der. Nichts. Großes Spinnnetz. Ich sollte mich beim Leiter über das Reinigungspersonal beschweren. Ja, wer was. Oh. Oh ne, ich dachte, das wäre irgendwie Zündschnur gewesen. Gibt's hier hinten noch was? Oh, noch ein Gefangener. Jemand da? Huhu. Psst, bist du verrückt? Kennst du nicht die Regeln? Welche Regeln? Da! Siehst du das Schild nicht? Ach da. Verhaltensregeln im Gefängnis. Ich glaube, ein paar habe ich schon gebrochen. Mal sehen. Es ist streng verboten, dass die Inhaftierten miteinander reden. Erledigt. Bla 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 bla. Ratten dürfen nicht misshandelt werden. Erledigt. Waffenbesitz ist strengstens verboten und wird brutalst möglich bestraft. Besitz von Lampenschirmen aus Metall ist sogar noch mehr verboten. Damit können Wärter geköpft werden, besten Dank auch. Inhaftierte müssen sich fügen oder die Regeln werden durch eine Prügelstrafe verdeutlicht. Verstehe. Naja. Dann nochmal. Ey!
Warum quatschst du schon wieder mit mir? Lass mich in Ruhe. Du kennst die Regeln. Komischer Kerl. Wo kam ich denn hier rein? Ich glaube von hier. Kann man was aufnehmen? Nö. Treppe? Treppe. Feuer! Ich will es! Die Nemesis hunderter Moskitos. Ja. Sag mal her. Nein, da. Das ist so gefährlich. Ja. Hey. Kann ich irgendetwas einsammeln? Hallo. Zunder oder irgendwie. Die große Spätnetze so ist wie ein Zunder. Da kann man irgendwie nichts nehmen. Fenster. Hallo. Das könnte auch als Zunder dienen. Na. Nö. Nochmal. Verhaltensregeln im Gefängnis. Es ist. Ja. Inhaft. Ja. Danke. Was kann man hier machen? Nix. Ist eine Türe. Sollte ich vielleicht von außerhalb irgendetwas holen? Hey, ja, dann kommt da. Geh nochmal raus. Raus. Ah, jetzt kann ich mal raus. Verflixt. Achso, ich rede nochmal mit dem. Der will auch nicht. Na? Die wollen alle nicht mehr reden mit mir. Was ist denn jetzt los? Irgendwie hängen geblieben? Na? Ach so, na jetzt, endlich. Mein Amulett? Ja! Niedrig hängende Feuer, ich hab Feuer! Dankeschön. Nehmen wir mit. Tür, ist da was? Nichts. Nichts. Was machst du hier? Geh und lern kämpfen. Was? Wer quatscht mich hier an? Na? Tür. Hey, reagier jetzt mal wieder nicht. Achso, der. Ich vermute, irgendwann war er mal hübsch und neu. So vor 1000 Jahren. Also, schon ein harter Kämpfer geworden. Eine Sekunde fast noch. Eine Sekunde noch. Also, schon ein harter. Fast. Nee. Eine Sekunde noch. Ja. Irgendwie Zunder brauche ich ja. Da ist noch eine Tür. Tür. Seltsam. Verhalten ist bla bla bla. Waffenbesitz in bla. Besitz bla. In Haft bla. So, jetzt. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Also wir müssen ganz nah herangehen. Also. Na? Ach komm. Ist ja doch nicht so schwierig. Hey. Na, haben wir noch. Hierhin?
zusammen mit dem? Ach so, jetzt. Sieht gut aus. Ah, jetzt haben wir alles. Doch, glaubt nicht. Oh! Was hast du denn hier vor? Ich wollte nur... Naja. Ich wollte ja nur. Okay. Treppe. Zack. So. Wo? Mittelgroße Türspalt. Ah. Och, ich glaub's nicht. Mittelgroße Türspalt. Kann man das noch verkleinern? Der kleine Behälter ist voll mit brennbarem Petroleum. Ja. Der Duft aus einer Petroleumlampe. Immer noch getränkt wird also der Schirm von einer Petroleumlampe. Er hat wirklich scharfe Kanten. Ja. Das wird nicht funktionieren. So, jetzt. Ich glaube, du brauchst das hier. So? Das scheint nicht zu funktionieren. Nö. Ich geh doch mal runter. Das mit dem Lampenschirm muss doch irgendwie funktionieren. Lalala, ja, ich bin ein großer Kämpfer. Komm her! Also. Wärter. Wert. Na, Wärter! Also, schon... Zweifel ja. Na! Glaube ich nicht. Schon gut. Ich weiß, wie mies das war. Ja. Kann doch nicht sein. Lampenschirm. Wärter. Kill! Warum verteufelt nochmal? Lässt du mich nicht in Ruhe? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaub's nicht. Ja. Was muss ich denn hier noch alles klicken? Unglaublich, jetzt! Ist das mal reagiert? Komm nicht dran. Haben wir noch? Das nehme ich. Feuerzeug! Komm nicht dran. Ich brauche irgendein Werkzeug. Irgendein Werkzeug. Komm ich da raus? Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Hab mich nicht gewundert. Was war das denn? Ja, ist ja gut. Dann machen wir das halt später nochmal.